Hier da unten ist eine Truhe. Die hätten wir ja eben schon mal gesehen. Weil ich glaube, die gar nicht mal gewesen ist, sondern andere. Da hinten in der Ecke. So, einmal kurz speichern. Bin hier am Verzweifeln, ey. Dann gucken wir uns die Truhe hier an. Ah! Ja, machen wir wieder hier, ne? Zeit schinden. Zack. Immer mal wieder mein Gegengift bekommen. So, ich habe auch, sehe ich gerade die Heiltränke voll. Von daher sollte ich mal, bevor ich jetzt hier einen bekomme, mich auch voll heilen. Sonst bekomme ich einen und habe davon nichts. Wenn wir hier keine Gegner erwarten. Fallschaden bekomme ich ja auch. Ab und an. Oder bei diesem blöden Tun. Explosionsdingen. Ah. Ah! Das war sowas von drauf. Okay. Aber mit ein bisschen Glück kriege ich auf jeden Fall noch die Pennies zusammen für noch ein Lebensbläschen hier. Da hinten war noch eine. Nee, doch, da ist auch eine Truhe. Zack. Boah. Zack. So. Pennies. Pennies. Juhu, wir haben genug. Zusammen. Für das Bläschen. So, haben wir hier. Und da ist auch eine Truhe. Ja gut, ich kann ja zur Not abbrechen. Weil ich speichere lieber. Ich speichere lieber. Weil dann, wenn ich dann abbreche oder so, wenn ich sterbe, dann kann ich wenigstens mit mehr Leben starten. Ja, bitte speichern. Danke. Vermute mal, wir müssen diesen Abfluss verstopfen und dann uns wahrscheinlich schnell irgendwie hochklettern. Zack, haben wir. Brauchen wieder ein paar Pennies. Aber ist schon fast sogar noch einen Schlüssel extra dabei. Weil eben, wo ich da runtergesprungen bin und das da auch versucht habe zu ersaufen, hat das ja nicht funktioniert. Aber vielleicht war da irgendwie auch nur ein Fehler im Spiel dann, weil ich ja hier. Was ist das denn hier? Wieder? Kamera, ey. So, Wasserspiegel steigt definitiv. Und die Dinger zeigen uns an, wo wir lang hüpfen müssen. Das ist gut. Zack. So, müssen wir wahrscheinlich da drauf schieben. Ja komm, mach doch so da drauf. Danke. Ich hasse Sachen auf Zeit. Achso, hier ist noch was. Hep. Ah, da können wir zwischenspeichern. Das ist doch schon mal. Spring doch darauf! Mann, hampel doch nicht noch Ewigkeiten hier rum. Was hasse ich, ey. Wir haben ja nur Zeitdruck, ne? Können wir noch tausendmal auf der Kante hängen bleiben. Boah!
App. Zur Frage, was das jetzt letztendlich gebracht hat. Achso, das ist so ein Holzdingen. Womit die Zwerge dann auch rübergehen können. Hüpf doch da rauf, Junge! Mann! Hüpf da rauf! Was soll die Scheiße? Kann mir das mal einer erklären? So, die Pennies einsammeln ging aber noch. Zack, speichern. Danke. Jetzt hier Flock schieben. Und bitte da drauf, nicht dran vorbei. Weil für irgendwas ist das gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bewirkt, aber aus irgendeinem Grund haben sich die Entwickler gedacht, das machen wir da rein. Keine Ahnung, was wir hier noch vor uns finden. Oh, noch ein paar Pennies, okay. Schnell zurück. Oder auch nicht. Los! Aber wo lang jetzt? Hä? Ist das einfach zu langsam oder? Aber hier ist ja nichts. Und abgesoffen. Man, irgendwie muss das ja machbar sein. Hallo! Schieb das Ding hier drauf! Boah, ohne Fritte. Geh doch da rauf! Dreh dich. Zack. Ah! Warum springst du wieder daneben? Ja, schlag einfach, Bilbo. Ja, beweg dich! Mann! Ich drücke hier den Joystick und er bleibt einfach stehen. Hallo? Ey, das war doch jetzt auch wieder totale Verarsche hier. Rauf da! Rauf! Lass dann halt immer los! Was soll das? Spring doch, wenn ich springen drücke! Ich hasse diese Kacksteuerung! Warum macht der nicht einmal das, was der Spieler ihm sagt? Und wofür sind diese bescheuerten Steine hier da? Wofür mache ich das? Damit ich ein Ladebild sehe, oder was? Eigentlich müsste es doch reichen, wenn ich jetzt auf dem Floß drauf bin. Spring doch auf die Liane! Warum springst du immer 10 Meter daneben? Was soll die Scheiße? Das macht keinen Spaß! Nein! Das ist keine 100 Stunden Spielspaß, die ihr da einprogrammiert habt, wenn jemand einfach immer daneben springt! Diese hohen Leute, die so einen Mist machen! Ich hoffe, die haben nie wieder ein Spiel gemacht, ey! Aber gefühlt sind sie alle so blöd gewesen zu der Zeit. Wenn nicht das einzige Spiel ist, was so bescheuert ist.
So, ich springe jetzt einfach auf das Floß. Wenn er nicht so wieder zu blöd ist. Ja. Kurz am Verrecken. So, Wasserpegel, kannst steigen. Weil Hauptsache, er bleibt dann, wenn er das erreicht hat, einfach stehen, ne? Weil dann hört er auch das Wasser auf nachzufließen. Hundert Jahre später. Mann, was soll das denn? Das kann ich doch echt mal beschleunigen dann. Wenn er drauf ist. Bringt doch echt gar nichts mehr. Hier schon mit dem Torflügel. Ja, zwei Quests habe ich leider nicht machen können. Level up! Ja, sind die Zwerge schon alle weg, ne? Ohne mich haut er dann ab, ey. Gut gemacht, Bilbo. Folgt mir in die Zwergenstadt Erebor. Also prinzipiell könnte ich jetzt hier noch weiter rumforschen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, deswegen. Lassen wir das mal. Ist hier irgendwo an der Seite noch was? Nö. Oder unter der Treppe? Also, ich gehe unter der, neben der Treppe und dann bin ich durch, ne? Ist klar. 4000 Silberpennies hätte man kriegen können. Aber die Hälfte, ey. Was sich tun, dann übersehen, wa? Ja. So. Kaufen. Ja. Kann man die Dinger immer kaufen? Unendlich? Was so aus, ne? Tja. Bis man dann irgendwie komplett voll ist. Mal ein paar Schlüssel holen. Einen zumindest könnte ich holen. Machen wir mal. Weil wir wieder so eine goldene Truhe haben. Es war eine ruhige Nacht in Seestadt. Doch dann entdeckte Bart in der Ferne ein goldenes Licht. Seine Männer glaubten, Gold würde vom Berg fließen. Aber Bart wusste, dass es Drachenfeuer war. Oh je. Ups, da kommt was gerade angeflogen. Achtung. Das kennen wir aus dem Intro. Pfeile zersplitterten an den Schuppen des Drachen. Die Stadtleute flohen. Als Bart den schwarzen Pfeil anlegte, flüsterte ihm die Drossel zu, was Bilbo gesehen hatte. Ja gut, die Geschichte erzählen können sie auch hier während des Videos eigentlich, oder? Schnell jetzt! Schwarzer Pfeil wie der Wind. Und erwischt. Es ist voll das Nibelungenlied eigentlich, ne, der Hobbit. Drei Tage später erzählte der alte Rabe Roak den Zwergen, dass Smaug tot war. Und dass die Menschen und Waldelben Armeen schickten, um ihren Anteil an dem Schatz zu holen. Thorin schickte Roak nach Norden zu seinem Cousin Dain. Er bat um eine Zwergenarmee, um gegen Menschen und Elben Krieg zu führen. Also eigentlich ist wirklich der komplette Hobbit voll auf die Nibelungen, ne? Auch theoretisch mit dem Ring so ein bisschen mit dabei. Da war es auch eine Tarnkappe, wo man sich ja man die Auffahrt irgendwie anders verwandeln konnte. Drachen,
halt dabei und dann halt dieser Fleck von wegen beim, weißt du, bei Siegfried, dass er halt dieses Bitte sehr, Blatt da hatte. Bilbo. Die erste Rate eurer Belohnung, ein Mithril-Hemd, vor langer Zeit für einen Elbenprinzen geschmiedet. Für eure Hilfe verdient ihr nichts Geringeres. Und jetzt eine wirklich wichtige Aufgabe für euch. Der Arkenstein, das Herz des Berges, liegt in der Schatzkammer. Findet einen Weg in die Schatzkammer und bringt ihn mir. Ihr müsst zuerst diese Türen öffnen. Sprecht mit Oin und seht, wie ihr ihm helfen könnt. Alle Reichtümer dieser Hallen würde ich gegen diesen einen Stein tauschen. Bringt mir den Arkenstein. Tja, es dürfte uns ja nichts mehr wehtun können, ne? Holt den Arkenstein, Bilbo. Wir haben nur wenig Zeit. Ja, bei den Nibelungen war es ja mit dem... Die versiegelte Fässer mit einsamen Berg erhalten nützliche Gegenstände. Die Zauber, um sie zu öffnen, sind jedoch lange vergessen. Brecht sie auf, um die Schätze der Quest zu nutzen. Okay. Ich muss diese Türen öffnen, weiß aber nicht wie. Diese Blöcke haben etwas damit zu tun, aber was nur? Also Siegfried hatte ja das, das eine Blatt da auf seiner Schulter, oder wo das genau war, weswegen er da verwundbar war, das ist beim Drachen, das ist halt die Stelle der Schuppe. Es ist schon sehr offensichtlich an das Nibelungenlied angelehnt. Aber oft sind solche Bücher und Geschichten halt aus irgendwelchen anderen Sachen, die das aufgreifen. Ich greife irgendwas auf und erzähle es quasi dann neu und anders. Aber vom Prinzip ist es das gleiche. So, erstmal gucken, dass wir hier alles so ein bisschen erkunden, einsacken und hochspringen. Vielleicht sollten wir nochmal speichern. Thorin möchte, dass ich in der Schmiede arbeite, aber ich komme nicht hinein. Sprecht mit Oin und helft ihm, diese Türen zu öffnen. Aber ich habe eigentlich gedacht, wir wären in der Schatzkammer gewesen. Der hätte da alles auf einem Haufen gehabt, der Smaug. Haben wir ein paar Pennies hier. Die können wir ja immer gebrauchen. Ach, guck mal, wir müssen anscheinend hier die Runen vervollständigen. Das ist der Weg zur alten Schatzkammer. Dieser elende Drache hat sich die großartigste Halle unseres Königreichs genommen und über 200 Jahre lang beschmutzt. 200 Jahre? Ugh, stinkt immer noch nach Drache. Da müssen wir nicht runter. Ja, toll. Da hinten sind noch andere Fässer. Ein Gegengifttrank. Tor. Wie sah das Tor denn aus? Ach Mann, Kamera! Boah, sieht aus wie Thorin, ne? Wann ist der Dingens hier zum Speichern? Ich hab doch irgendwas leuchten sehen. Bin ich jetzt blöd? Eben hat hier noch irgendwas geleuchtet. So zum Speichern. Warum wir seit neuem die Mutpunkte da schon ganz schön viele Bläschen hier haben, ne? Was für seltsam aussehende Markierungen. Nix. Da kann man irgendwas reinstecken, okay.